Hallo und herzlich willkommen auf Gobbinger TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wie immer für euch am Start. Ja, und es ist wieder soweit. Es geht weiter mit Graveyard Keeper. Und wir hatten ja letztes Mal hier zu Hause aufgehört, nachdem wir erstmal so ein bisschen am Friedhof den ordentlich gemacht haben und das Tutorial quasi so ein bisschen durchgespielt haben. Und da ist uns zum Schluss noch der gute Yorick, der Geist, begegnet, der uns was gesagt hat, dass irgendwie neben ihm jemand liegt, den er loswerden möchte. Und den wir irgendwo im Fluss versenken sollen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich noch sehen, dass wir das Fleisch abgeben und das Bier besorgen. Und dementsprechend werden wir den Quest mal weiter. Jetzt muss ich mal gerade einmal gucken, war das. Ja, Tab, alles klar. Ich musste nochmal schauen. Bei mehreren Spielen guckt man schon mal durcheinander ein bisschen, ihr kennt das. Aber ich habe mich recht entsonnen, genau. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich in die Richtung gehen. Genau, wir haben hier den alten Friedhof, die Leichenhalle, das Zuhause und den Küchengarten. Und wie gesagt, das ist ziemlich cool. Das macht auch Laune. Und ich bin mal gespannt, wie es da heute weitergeht. Es ist schon wieder dunkel. Aber das scheint in dem Spiel übrigens auch keinen Unterschied zu machen, ob man tagsüber oder nachts überarbeitet. Finde ich auch ganz gut. Ich habe gehört von euch, dass hier sollen wohl die 7 Todsünden sein. Da hat mir jemand in den Kommis geschrieben. Da werde ich nochmal jetzt fürs nächste Mal nachschauen, ob dem so ist und was das denn dann letztendlich bedeutet. Da bin ich leider noch nicht so gekommen, sonst hätte ich das schon gemacht. Da wollen wir hier mal ein bisschen Blümchen pflücken. Das ist, glaube ich, nie verkehrt. Was steht hier? Hexenhügel, okay. Auf Befehl des Großinquisitors ist dieser Weg versperrt. Okay, ja, gut. Das ist halt so ein Wachmann, ne? Da kannst du nichts machen. Wenn der dich nicht vorbeilässt, mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Da wir ja keine Waffe oder ähnliches haben. Ich weiß gar nicht, kriegen wir noch Waffen bestimmt, oder? Man muss doch bestimmt auch ähnlich wie bei Stardew Valley damals in den Höhlen oder so, könnte ich mir vorstellen. Hier ist auch noch ein Blümchen, das nehmen wir auch noch mit. So, ich nehme ja immer gerne alles mit. Das sind hier wohl Felder, ob wir hier später ernten können? Man weiß es nicht. Kann man hier reingucken? Schade auch nicht. Da geht es auf jeden Fall auch hoch und runter. Wir gehen aber wie gesagt erstmal dem Pfeil hinterher, weil der wird uns bestimmt... Genau, der führt uns ins Dorf. Ah, mega geile Grafik, Leute. Das ist ein Stall. Totes Pferd, ja. Hauptsache das riecht halt nicht so, wie es heißt. Oh wow, Alter, das ist ja ein geiles Gebäude. Sehr cool. Ja, eine Taverne, sehr cool. Ich liebe Tavernen. Sehr schön auch aufgemacht von der Optik. Ich habe schlechte Laune, verzieh dich. Ja, okay, ich hau ja schon ab. Alles gut. Ja. Bloß kein Stress. Wir wollen dich nicht verärgern. Ah, da haben wir zwei. Da ist doch der Barmann, genau. Mit dem fangen wir mal an. Willkommen im Toten Pferd. Ich bin Radrick. Wie kann ich dir helfen? Ich komme vom Friedhof. Ich bin hier heute aufgewacht und seitdem ist alles irgendwie verrückt. Oh, tut mir leid. Warum habe ich dich nicht gleich erkannt? Gut, gut. Das ist gut. Das sind gute Aussichten für unser kleines Dorf. Wann öffnest du denn deine Kirche? Ich muss zuerst den Friedhof in Ordnung bringen. Ja, genau das wollte der Bischof so. Na klar, ist schon ein Weilchen her, seit sich jemand darum gekümmert hat. Also kommen wir zur Sache. Wie kann ich dir helfen? Oh, jetzt sehr. Da wird uns wieder eine Menge erklärt. Wir fragen mal als erstes nach der Bestattungsurkunde. Der Bischof hat mir gesagt, dass du mir die Bestattungsurkunde abkaufst. Ja, das stimmt. Laut der uralten Abmachung muss ich dir als Leiter dieses Dorfes Geld für die Urkunden geben. Natürlich nur, wenn ich Geld habe. Was meinst du damit? Dem Dorf geht es nicht gut. Uns ist das Geld ausgegangen. Aber sobald du die Kirche wieder öffnest, werden Pilger viele glänzende Münzen in unser schönes Dorf bringen. Okay, ja, das ist natürlich wieder super. Wir wollen Geld verdienen und kriegen kein Geld. Übrigens, ich habe eine Theorie. Könnte das hier vielleicht so eine Art Vorhölle sein? Das würde das mit den 7 Todsünden erklären, wenn es dem so wäre. Vielleicht ist Saat ja auch so eine Art Gott des Todes oder so. Man weiß es nicht. Also wenn ihr da irgendwie was wisst, immer wieder gerne her damit.
Soweit bin ich, wie gesagt. Aber bitte nicht spoilern, falls das was für die Story ist, was noch aufgedeckt wird. Da fragen wir mal nach dem Garten. Ich habe einen verlassenen Garten in der Nähe des Friedhofs gefunden. Kannst du mir darüber etwas sagen? Oh, der Garten, der wurde vom Händler in Besitz genommen, um jemandes Schulden zu tilgen. Ich kann niemanden finden, der damit etwas anfangen kann. Ich könnte dir die Erlaubnis erteilen, den Garten zu benutzen. Wer sonst würde freiwillig etwas in der Nähe des Friedhofs anbauen? Ja, wir, da ganz sicher. Uhu, wir können jetzt Sachen anpflanzen. Gut, dass wir davor geguckt haben. Einfach mal weiter zu. Das klingt toll. Na gut, der Berthe muss immer noch dem Händler reden. Das Grundstück gehört ihm. Okay, das werden wir aber machen. Es ist nicht rechtens, dir einfach die Erlaubnis und Zustimmung zu geben. Aber meinetwegen ist es genug, wenn du alles Weitere später mit ihm regelst. Na klar, ich rede mit ihm. Machen wir sicher, ne? Haben wir schon wieder eine neue Quest bekommen? Also da muss ich da gucken. Er kommt jeden. Ich muss mir mal raussuchen, was das heißt, auf jeden Fall fürs nächste Mal. Dann kann man das besser übersetzen. Um mit den Einwohnern zu handeln. Jetzt habe ich hier den Rest mal vorlesen sollen. Naja. So, ich würde gerne etwas frisches. Vielleicht ist hier eine Delikatesse. Ich kaufe es gern. Ich muss nur das königliche Fleischriegel darauf begutachten. Okay. Vor vielen Jahren gab es einen Zwischenfall mit ungeeignetem Fleisch. Seitdem muss Fleisch vorher begutachtet werden. Ich vermute mal, er meinte Fleischskandal. Und ich will wirklich keinen Ärger mit der Stadt. Also halt ein Fleisch das Siegel. Ich will nicht wissen, woher dieses Fleisch kommt. Aber Mann, das sieht wirklich gut aus. Jecker, Lami, Yami, sag ich dann. Oh, vom besten Stück des Mannes. Aus der Rippe natürlich. Aber ohne das Siegel sind mir die Hände gebunden. Wo bekomme ich das Siegel denn her? Oh, du kannst dem königlichen Hof durch den Briefkasten an der Kirche ein Bittschreiben schicken. Aber das wird dich einiges kosten. Es gibt aber doch einen anderen Weg. Das verrate ich dir auch nur, weil wir Nachbarn sind. Komm mal schnell näher. Aber pssst. Guckt auch keiner. Okay, es gibt ja diesen Typen namens Schlange. Ich glaube, er hat gefälschtes Siegel. Aber um ehrlich zu sein, habe ich ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Du kannst Frau Anmut fragen. Sie ist jeden... hier. Vielleicht kann sie dir helfen, Schlange zu finden. Das ist auf jeden Fall dieses Frauensiegel. Dann heißt das vielleicht Lust, könnte ich mir vorstellen. Wäre in der Mythologie logisch, dass man das mit der Frau verknüpft. Danke. Wie können wir einen Handel? Gucken wir mal, was er anbietet. Oh, Friedhofsjäger, könntest du vielleicht unserem Schmied Gresswold diesen Brief übergeben? Natürlich, klar, mache ich. Im Südosten des Dorfes. Oh, der hat ja leckere Sachen hier. Traubentorte, wow, was da alles gibt. Ruhestein. Aha, da kann man bestimmt irgendwie... Wird das erklärt? Nee. Ich schätze mal, damit kann man seine Ausdauer überall regenerieren. Gebratener Lachs, wow. Oh ja, nicht viel, ne? Aber die Lebensmittel gehen doch vom Preis. Gut, aber wir kaufen jetzt erstmal nichts. Ja, haben wir jetzt ein paar neue Aufgaben. Dann wollen wir mal mit der guten Dame hier noch reden. Du musst der neue Friedhofsväter sein. Ja, das hat man mir zumindest so gesagt. Aber woher wusstest du das denn? Oh, wenn du so lange wie ich lebst, lernst du vermutlich auch Leute so gut zu lesen. Komm mal her, mein Schätzchen. Aber wo bleiben meine guten Manieren? Ich bin Frau Kette und an selbige nehme ich dich, die Frau von Horadrik. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe ein paar Fragen über... Psst. Nicht so laut, das darf jetzt keiner mitkriegen, Schätzchen. Oh, rede lieber mit meinem Mann, er hat hier das Sagen. Aber in Wirklichkeit kommst du zu mir, sag's nur keinem. Ist nicht nur der Wirt hier, sondern auch der gewählte Vorstand des Dorfes. Aber ohne mich wäre der gar nicht sehr Depp. Außerdem redet er wirklich gern. Ich bin da mehr so für die handfesten Dinge, falls du verstehst. Zwinker, zwinker, ich kann dir nur ein paar Rezepte verkaufen. Ah ja, aber was für welche, sag ich dir. Schätzchen, komm mal näher. Aber jetzt red erstmal mit meinem Mann. Wir kümmern uns später umeinander, ne? Küssi. Okay, handeln. Achso, hier sind die Rezepte. Wow, Alter, sind die teuer. Okay, das lassen wir erstmal.
Was gibt's hier noch? Da gibt's nichts im Moment. Kann ich da in die Räume reingehen? Nee, kann ich nicht. Okay, schade. Da oben kann man auch noch nicht hin. Das kommt bestimmt später. Wer ist das? Arr, so ein Pech. Nicht heute. Hm, okay. Die sind alle echt gut drauf hier in dem Dorf. So ein bisschen, ne? Ja, schönes Wetter, ne? Herrlich. Wer ist das da unten? Oh, der will auch quatschen. Hallo, wer sind Sie denn? Hallo, hallo, Hick. Hallo, Dorfbewohner. Hick. Brickhardt, eine tolle Sache, würde ich selten sagen. Tut mir leid, aber ich schaue dir ein Hitschrei ab. Es sei viel, viel wert rum oder so. Und ich glaube nicht, dass du hier was findest. Nee, aber so ein Schnaps oder so. Ich bin neu hier. Alle denken, ich wäre der hier der Friedhofswärter. Aber ich komme aus einer anderen Welt. Und ich muss dorthin zurückkehren. Das verstehe ich schon gut. Das hier ist auch nicht meine Welt. Aber das ist ein Zeug. Oh, Gott sei Dank. Mein Welt ist viel brechiger. Mein Rest der Stadt. Ja, ich bin leider nicht adelig, also muss ich. Weil ihr wisst, wie ihr in dieser Schwiebelkartoffelhöhle verdient, sag ich dir. Das ist ein Zeug, du. Ei, ei, ei. Komm, wir erschrecken ihn mal. Buh! Was soll der Mist? Ich wollte dir nur mit dem Schluck aufhelfen. Wie blöd von dir. Ich brauch nur ein wenig Zeit. Es heißt, Frosch, ich stehe über einfach den, ich schön, ich habe mich in Gold frittierten Schmelzflügeln als der Koch selbst übertroffen. Sieht so aus, als wärst du nach meinem Hinterhalt den Angriff wieder in Ordnung. Ja, scheint so, verdammt. Dann reden wir mal über den Garten. Roderick hat mir erlaubt, den Garten bei der Kirche zu verwenden. Ich muss mit dir über die Einzelheiten dieser Abmachung sprechen. Oh, den hatte ich ganz vergessen. Oh. Ich bin eh nur ein Klotz dabei, war damals halt billig, weißt du? So, ich dachte, ich könnte mal ein bisschen Wein anbauen. Aber es war ja vor 4 Jahren und mit der ganzen Inflation und dem Scheuk. Oh, dem guten Boden, das ist jetzt schon ein hochwertiges Grundstück. Hm, ja, da fällt schon mal fische Bier für an, du. Also, wie wär's mit Schäden? Schäden, was ist denn das? Kupfer, Silber? Dukaten, wa? Nee, das ist zu viel, mein Freund. Oh, das ist mir zu viel. Okay, okay, wir sind mit 5. Nee, das ist auch zu viel. Kann mich nicht so viel bei... Also wirklich, Tauschhandel vielleicht. Ich verstehe, du bist ein armer Kerl, der sich mit dem Anbau von Getreide... Und Bier und Hopfen wahrscheinlich ein bisschen verdienen könnte. Da haben wir bestimmt das Geschäft. Wir können uns über eine Pacht sein. Zeig mir erstmal, ob du was als Bauer taugst. Jawohl, ja. Mach mal Geschäft, du lieferst einen Haufen Karotten, Kohl und Rüben. Und bist so ernst zu den Handelspartner für mich. Jawohl. Und wir treffen ein längerfristiges Abmachung, von dem wir beide profitieren können. Ist das für dich in Ordnung? Klingt gut, wa? Okay, abgemacht. Sobald ich meine erste Ernte einfache, bringe ich sie dir. Sehr schön, wir rammen eine neue auf. Hey, kleine Sache noch. Kurz scheitert, hätte ich eine kleine Bitte. Rix? Was unsere Abmachung angeht? Achso, Frage nach Saatgut. Wo bekomme ich Saatgut her? Ich handle nicht mit dem Blick, Zeug. Du kannst Saatgut von niedriger Qualität sicherlich auf irgendeinen Bauer los. Wenn du Geld brauchst, kann ich dir 5 Silberlinge leihen. Und du zahlst mir nachher 10 zurück. Ist ganz günstig. Nee, lass mal. Ist nicht so ganz korrekt, glaube ich. So, zurück. Was kann ich denn für dich tun? Mein Freund, ich liebe gut. Und ich sag dir Alkohol, Alkohol. Aber seit kurzem habe ich Magenprobleme. Ich brauche unbedingt einen Schnaps, mein Freund. Na gut, dann bekomme ich dann Schluck auf. Das macht mich irre und wahnsinnig.
Ein Freund von mir hat mir erzählt, dass Schluck auf Gras hält, so genau, dieses Zeug, was die Kühe immer fressen da, so, ne? Ich glaube, das gibt's im Sumpf. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir was davon bringen könntest. Oh, soll auch gut gegen Kreise, Kopfschmerzen helfen. Klar, halt die Augen offen. So, handeln werden wir jetzt mal nicht. Wir müssen noch zum Schmied. Der soll hier unten irgendwo sein, glaube ich. Warte, wenn ich jetzt Karte drücke. Ach, guck mal, jetzt wird hier schon ein bisschen mehr. Ja, Weizenfarm. Da kann man auch irgendwas machen, sehe ich gerade. Okay. Ah, das ist gut. Die Karte ist echt gut. Da müsste hier der Schmied sein. Jawohl, ja. Sehr schön. Dann wollen wir mal gucken, ob der Schmied zu Hause ist. Die Tür ist verschlossen. Ich bin, bis ich 80 bei Kresswold habe. Was? Ach so. Ah, da ist er ja. Haben wir aber Glück gehabt. Hey, wo starrst du so? Hoho. Ach, nichts. Ich habe mir nur umgeschaut. Ich glaube, ich bin der Friedenswärter hier. Darf ich fragen, wer du bist? Leider bin ich der Schmied. Mein Name ist Kretzwollen. Oh, dann gebe ich ihm mal den Brief. Ich habe einen Brief für Horadrik für dich. Ein Brief? Na klar. Da wohne ich eine Minute weit weg und er schafft es nicht mal, hier persönlich vorbeizukommen. Hey, alte Angewohnheit, es ist schwer loszuwerden, weißt du? Danke, ne? Tut mir leid, dass ich so unhöflich war. Ist wohl eine neue Angewohnheit. Schon wieder Schleime. Horadrik bittet mich jetzt, sie loszuwerden. Naja, ich habe keine Zeit, um mich um diesen nervigen kleinen Mistviecher zu kümmern, weißt du? Aber vielleicht kannst du mir ja helfen, ne? Was meinst du? Nimm das rostige Schwert hier und einen Energietrank, ja? Kannst du brauchen? Das Schwert ist zerbrochen, aber du kannst es mit einem Schleifstein einer Schleifmaschine hinter mir reparieren. Jawohl, ja, dann ist das wieder richtig spitz. Mal den Schleifstein, vielleicht kannst du den später gebrauchen, um deine Schaufel zu reparieren, weißt du? Wenn du es schaffst, sie zu töten, bring mir die Überreste. Da sind dann auch ein paar Materialien für dich drin. Ehrensache. Sie sollten an der anderen Seite meines Hauses sein. Bei den Pfützen. Okay, wie geht das jetzt? Ach so, hier. Von wegen Energie, ja. Aber das haben wir ja schon rausgefunden. Okay, dann gehen wir mal. So, da ist der Schleifstein hier. Den benutzen wir jetzt mal. Ressource. Ah, ja, ja, ja. Ja, das wollen wir scharf machen. Oh, das ist relativ simpel, aber cool gemacht. Funzt ganz gut. So, wie geht das jetzt mit Charakter? Achso. Ach doch, hat er ausgerüstet. Wie kämpfe ich denn? Hä? Ja, hier sind die Schleime. Wie wird jetzt gekämpft? Hä? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Gibt es hier sowas wie ein Infosteuerung? Moment, Schwertangriff. Space, ah, alles klar. Ah, okay. Komm her, du Schleim. Ich schleime dich. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Sehr schön, das haben wir gelöst. Wir sind voll der Brüller, so. Die Schleime sind besiegt. Ah, gut gemacht. Nimm diesen Schleifstein. Ah, damit kannst du deine kaputten Werkzeuge schleifen und sie sind bald schon so gut wie neu, wa? Hast du gut gemacht. Oh, wir können jetzt grünen Wackelpudding und roten Wackelpudding herstellen. Schön. Wir wollen lieber nicht wissen, woraus die bestehen. Was müssen wir denn jetzt eigentlich machen bei den Quests? Weil das NPC ist hier. Zurück nach Hause zu deiner Frau kommen. Bier. Den Friedhof upgraden, Karotten und Schluck auf Gras. Der braucht den Stempel und wir brauchen den Brief. Okay, dann gehen wir mal zurück. Das sollte ja alles machbar sein. Oh, was ist das denn hier? Wer ist das denn? Kann man mit dem kann man gar nicht reden. Das ist ja doof. Oh, da stehen jetzt auch andere Typen vor der Tür. Guck mal. Hat sich die Zeit geändert? Wir haben jetzt diese Zeit. Oder? Sehe ich das richtig? Oder ist oben die Zeit? Da blicke ich noch nicht so ganz durch. Da bin ich ganz ehrlich. So, aber hier konnte man oben was machen. Da gucken wir auch mal. Unheimlich komplex, sage ich euch. Ah, der will mit mir reden. Hallo, die Mühle funktioniert nicht. Tut mir leid.
Oh, der ist ja sehr, sehr... Wenn du etwas gemahlen haben willst, musst du wohl in die Stadt gehen. Das ist schade. Aber ich habe nichts, was gemahlen werden muss. Ich lebe auf dem Friedhof. Friedhofswärter, ah, schön dich zu sehen. Ich habe ein paar alte Reserven, die du vielleicht hilfreich finden könntest. Ja, dann frage ihn doch mal. Was hat er denn so? Mehl. Oh, ja, Mehl. Sehr schön. Können wir jetzt im Moment nicht gebrauchen, aber ist auch noch zu hier alles. Alles gut. Können wir eh nichts machen, wa? Dann gehen wir mal wieder zurück. Können wir die Pilze sammeln bestimmt, oder? Ja. Ach, da brauche ich erst die Technologie für. Was ist denn da unten? Da ist ein Karren abgestürzt. Oh je, hoffentlich ist das nicht der Esel gewesen. Die kann ich noch nicht fällen, ne? Doch, die kann ich schon fällen. Wow. Ich kann die großen Bäume fällen, wusste ich gar nicht. Ah, guck mal an. Das nehmen wir mal einfach mit, ne? Einfach mal so einen Baum abkommen. Komm mal her! Wo warst du? Ich war im Dorf, dieser Ort ist sonderbar. Aber er fühlt sich so echt an. Und niemand hat ein Problem damit, dass ich hier einfach so aufgetaucht bin. Wart! Du liest meine Gedanken! Gedanken lesen! Ich erinnere mich daran, dass in deiner Hütte ein Keller ist. Da sind bestimmt ein paar Vorräte. Ah, wir haben eine neue Technologie. Essbare Pilze sammeln, Beeren sammeln und Apfel sammeln. Weizen, genau. Ich kann mich erinnern, wie ich Brot daraus gebacken habe. Und Kuchen. Leckere Beerentörtchen. Ihr könnt Teig, Gebäckteig und Brot herstellen. Juhu. Es geht langsam voran. Toast, Zwiebeltoast. Das passt richtig gut zu Bier. Sart, weißt du was? Ich brauche jetzt ein Bier. Das fühlt sich langsam an wie eine einseitige Beziehung. Bring mir mein Bier und ich verrate dir eine Menge wichtiges Zeug. Und wie du nach Hause kommen kannst. Jawohl, ja. Fragen? Ich frag mal nach der kleinen Straße. Ja, kannst du mir sagen? Das war eine rhetorische Frage. Sehe ich etwa aus wie ein magisch fliegender Schädel, der Antworten hat? Nein, natürlich nicht. Genau genommen? Sarm, du Klugscheißer! Ich warte hier bei mir zu Hause auf das Bier. Kein Bier, keine Antworten. Verstanden? Okay. Er ist komisch, aber irgendwie auch nett. Ich glaube, mit dem kann man arbeiten. So, jetzt wollen wir noch mal schauen. Ich glaube, wir hatten hier eine Säge, oder? Kann ich doch bestimmt hier einlagern. Ja, sag ich doch. Sehr schön. So, dann gehen wir mal wieder ins Häusle. Na, da können wir auch rein. Das machen wir jetzt aber nicht. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten. Wenn euch gefallen hat, was er gesehen hat, und wenn ihr mehr sehen wollt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Und in diesem Sinne, immer schön dran denken. Spaß ist, was du draus machst. Tschüss.